mit denen meine Sicht auf die Welt. Konstruiert waren sie aus Stahl, an denen alles zerschellt. Zwei Maschinen aus Alu kann man angeblich danken, dass drei Türme frei im Fall in die Tiefe sanken. WTC-7 nicht getroffen, doch fiel auch in sich zusammen. Und schuld waren nach Jahren wohl die heißen Flammen. Auch das Pentagon getroffen von einem Profi-Piloten. Und wer das hinterfragt, wird zum Verschwörungsidioten. Der Wind hat sich gedreht, ihr habt euch selbst geschadet. Doch wenn ihr euch mit euren Lügen noch in Sicherheit badet, kein Mensch glaubt nicht mehr, auch wenn ihr es vielleicht denkt. Jeder weiß, ihr selbst habt das World Trade Center gesprengt. Ja, gesprengt und zwar von euch, nicht vom Terror zerstört. Und die Medien decken euch, weshalb man nicht mehr auf sie hört. Es ist verlogen, euer Spiel, ihr seid so dermaßen durchtrieben, dass wir euch stoppen werden, weil wir den echten Frieden lieben. Ja, sie fallen, was soll ich sagen, damit kennt ihr euch aus. Nach Afghanistan schicktet ihr sofort Soldaten raus. Habt gequält und misshandelt und den Krieg installiert. Drogenfälle einkassiert und davon profitiert. Dann die Lüge, der Irak hätte nukleare Waffen. Damit machtet ihr euch militärisch im Irak zu schaffen. Hunderttausende Tote, ein Land dem Erdboden gleich. Obwohl ihr dort nichts fandet, hat der Verdacht gereicht. Und weiter ging's in all die Länder, die ihr danach zerstörtet. Ausgeplündert und geraubt, das was euch nicht gehörte. Ernte was du siehst und sieh zu, wie du alles verlierst. Wenn du heute noch wie ein Raubtier all die Dinge kassierst, die dir niemals gehörten, während du Leben zerreißt. Und dabei vor aller Welt den falschen Frieden verheißt. Es ist ein Spiel mit Feuer und ihr habt euch dabei verschätzt, weil euer krankes Handeln in uns neue Power freisetzt. Oh, Power, auch wenn wir hart getroffen sind, gehen der Welt die Augen auf, denn vorher waren die meisten blind. Es ist die Power, die für euch beansprucht habt, ja, die posiert jetzt in uns allen, während eure Kräfte wie die Türme fallen. Im freien Fall eurer Macht, während alles zerfällt, die Kontrolle über Völker, Öl, Waffen und Geld, über die Medien, die lange Zeit die Menschheit belogen, Politik, Scharlatane, die Völker betrogen. Ja, ihr fallt unaufhaltsam und die Panik nimmt zu. Was du Millionen Menschen antatst, das spürst jetzt du. Nicht als Rache von uns, sondern weil es nicht anders geht. Es ist ein Naturgesetz, dass ihr euch jetzt im Spiegel seht.